Wieder kommt es zu drastischen Auseinandersetzungen zwischen Klimakaoten und Autofahrern. Dieses Mal jedoch ist es mehr als eskaliert. Geschehen sein soll das Ganze am Freitagmorgen in Bottrop. Ein Video der Auseinandersetzung sorgt im Internet für Wirbel. Eine Frau zerrt hier eine Aktivistin brutal an den Haaren von der Straße, geigt ihr gleichzeitig die Meinung. Was ist mit dir? Wir sind nicht ganz dicht, guck dir die Scheiße doch mal an! Blöde Fotze, Alter! Zwei Männer packen sich einen auf der Straße hockenden Verkehrsblockierer, schleifen ihn weg, werfen ihn ins Gebüsch. Als der prompt auf die Kreuzung zurückkehrt, wiederholen sie die Aktion. Zusätzlich fährt ein blockierter Truck kurz an, tritt dann aber sofort wieder scharf auf die Bremse, als er merkt, dass noch wer auf der Straße liegt. Die Kripo ermittelt jetzt wegen Körperverletzung. Eine Anzeige durch die Klimaextremistin gegen die handgreifliche Frau wurde nicht erstattet.